Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Rubin an diesem wundervollen Tage, Abend, whatever. Ja, wir sind im Team Magma Versteck und sind natürlich dabei, dementsprechend ja auch jemanden zu befreien. Und zwar nämlich nicht uns selbst, aber natürlich um herauszufinden, wo wir natürlich, beziehungsweise wie wir selbstverständlich Team Magma von hier erstmal wegkriegen, damit wir auch unser Abenteuer weiter fortführen können. Jetzt müssen wir erstmal natürlich schauen, was wir jetzt natürlich machen. Unter anderem haben wir hier diese Teleport-Plattform, die man natürlich wahrscheinlich auch noch aus Rot und Blau und Gelb kennt, ja, die uns ja sonst dann in irgendwie x-beliebige Räume schicken, wie beispielsweise hier. Wir gehen jetzt noch tiefer. Und da ist eine. Die quatschen wir mal so von der Seite an. Teleporter, der ganze Stolz des Verstecks. Du weißt gar nicht mehr, wo du gerade bist. Stimmt's, Kicher? Den Gegner verwirren, ermüden und dann auf ihn mit Gebrüll. Das ist der Plan. Naja, verwirrt und so bin ich geradewegs nicht, aber was soll's. Naja. Wir sind weiterhin hier unten, was ich ja geradewegs erwähnt habe, und versuchen natürlich gegen Team Magma anzukämpfen, in dessen Versteck wir uns ja im Moment befinden, in Segrasulp City, weil wir ja natürlich auch weiter wollen und sie natürlich was Besonderes haben, und zwar nämlich den roten Kristall. Wir haben zur Sicherheit ja den blauen bekommen, als wir am Pyroberg waren, und hier werden wir jetzt natürlich dementsprechend ganz anders reagieren. Auch das ging aber schnell, auch mit dem Kampf. Ja. Naja. Da fällt mir ein, wo habe ich nur den Meisterball hingelegt? Wenn ich den verloren habe, zieht mir der Boss die Ohren lang. Ja, den Meisterball, den kriegen wir dann auch noch. So, hier haben wir ein Teleportfeld und sonst eigentlich nix. Hier sind 4 Pokebälle. Eieiei. Und, ups. Ja. Tankbefüllung, okay. Proviant, okay. Nichts anderes mehr zu tun, als eine Nervensäge aus dem Weg zu räumen. Also muss er sich selbst wegräumen, oder wie? Naja, werden wir dann mal sehen. 2 Pokémon sind da haben. Ein Kamaup. Ja, Schnarch, Kamaup, nervt. Wird erstmal durch Bedroher von McNine geschwächt. Und Level 32, meine Fresse. Die werden ja auch immer stärker, die Dinger. Aber weiterhin noch im Erstlevel. Hat Kamaup überhaupt eine Weiterentwicklung? Hat's, glaube ich, ne? Definitiv. Also dann wäre es auch nicht so stark. So, 603 Erfahrungspunkte. Und wieder Zubat, selbstverständlich. Was wir auch vorhin bei der einen hatten. Und dann auch mal wieder mit Gebrüll, mit Gebrüll, mit Gebrüll. Ein Volltreffer. Oh, gut von McNine. Ich hoffe, es lernt bald auch noch Knirscher. Ist auch deutlich effizienter als Biss. Muss man so einfach sehen. Päh, meine Niederlage war geplant. Ich sollte dich nur eh hier aufhalten. Ah, ja, ja. Also, die Doofe. Hier im Versteck Wache zu stehen ist ermüdend. Ich muss kämpfen. Ja, und genauso elendig wie die letzten drei einfach eine Niederlage hinnehmen müssen. So, ein Rüpel wie immer. Wir haben eigentlich hier so nicht richtige Namen, ne? Merke ich gerade. So, Pfiffchen kommt in den Kampf. Die Vorentwicklung von McNine. Ne? So, mal ganz kurz erstmal Handy aufgeladen. Level 31. Na, machen wir es mal mit Biss fertig. Ah, ist leider nicht effektiv, weil es ja auch Unlicht ist. Schnüffler. Er kennt McNine. Machen wir mal Tackle. Und ist natürlich weg. So schaut's aus. So. Kamaup kommt wieder zum Einsatz. Da können wir wieder Biss im vollen Zuge genießen. Da können wir den Biss wieder in vollen Zügen genießen. Ja, ist auch ein schöner Spruch für die Werbeplattform. Naja, so. Na, noch einmal Biss. Tja, und das war's mit McNine. Mit McNine, sag ich schon, mit Kamaup. Ah. Ja, und da kommt noch ein Kamaup. Und das machen wir jetzt mal fertig, wie ich es uns vorhin fertig machen wollte, mit Bodycheck. Mal gleich mal einfach mal. Ui, da ist aber ordentlich was weggehauen worden. Und McNine erreicht 041. Lernt nichts. Schade. Naja, das ist auch ein bisschen schade, aber dafür gibt es jetzt erstmal
den Rest der Supertranks. Die Reste natürlich 7 Stück noch, 8 hatten wir vorhin noch. Jetzt Zickzacks kommt bestimmt mit dem Supertrank. Gucken wir mal, was sag ich. Ha! Ja, ist auch mal wieder schön. So, was haben wir denn hier so? Nee, von hier kommen wir nicht, ne? Nein. Oh. Den nehme ich. Dann nehme ich den. 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 Scheiße. Also nochmal, dann nehme ich den. Dann nehme ich den. Dann nehme ich den. Und dann nehme ich den. Oh, geil. 4 Items. Was? Ah, Elektroball. Leider nicht Glitzer. Ja, ich habe es ja auch schon mal erzählt, als wir das letzte Mal Elektroballs gesehen haben in Neu-Malvenfroh. Oder generell auch. Dass ich ja mal ein blaues Elektroball gefangen habe. Ein glitzernes sogar. Das ist auch sehr schön gewesen. Ne? Damals vom Krieg. Jetzt muss ich aufpassen. McNine ist paralysiert durch den Funkensprung von Elektroball. Ah, komm. Ich hab's auch noch nicht, merke ich gerade. Also ich könnte es eventuellerweise vielleicht fangen. Wenn McNine mal versucht anzugreifen... Setzen wir mal eine Top-Genesung ein. Riskieren wir das jetzt mal einfach. Hätten auch Hyperheiler nehmen können, aber das wäre dann ein bisschen zu riskant gewesen. Nochmal. Jetzt aber Bodycheck. Ah, das war zu viel. Aber das Elektroball ist weg und kriegt nochmal eine Paralyse ab. Ah, ja, die Statik. Hatte ich komplett vergessen. Also es sind doch nicht 4 Items. Schade. Hätte mich gefreut. Also 2 Items, 2 Elektroballs. Nugget. Köstlich. Und das ist wieder ein Elektroball. Meine Güte. Auch nicht glitzern, schade. Hätte ja sein können, ne? Und jetzt versuchen wir es mal ein bisschen zu fangen. Weil ich hab's noch nicht. Das sieht man da. Ja, also Bodycheck. Warum sind so runde Kugeln immer schneller? Ja, meine Güte. Jetzt wiederholt sich das Déjà-vu. Das Déjà-vu wiederholt sich fast. So, aber nicht ganz. Du gehörst jetzt mir, Elektroball. Oder auch nicht? Okay, probieren wir es noch einmal. Seltener Ball als geeigneten Ball fängt bessere bereits gefangene Pokémon. So, will es nicht in den Hyperball, bringe ich es um. Ha! Geschafft! So sieht's aus, so geht das. So, Elektroball kriegt einen Eintrag im Pokédex, ist natürlich klar ein Ball. 1,20 Meter groß, 66,6 Kilo schwer. Elektroball ernährt sich von Elektrizität aus der Atmosphäre. An Tagen, an denen es blitzt, explodiert dieses Pokémon dauernd, da es zu viel Elektrizität zu sich nimmt. Ja, könntest du auch eigentlich auch im Fachjargon Bumm nennen. So, den ganzen Spaß noch einmal. Diesmal sind aber die KP von McNine voll. So, und das letzte Item, Meisterball. Den jetzt nicht einsetzen, wenn ich jetzt den einsetze, habe ich Ashkarte. Ja, jetzt können wir komplett zurück. Ja. So. Dann können wir jetzt immer noch mal zurück, mal gucken, wo wir jetzt hin müssen. Ja, die beiden haben wir auch schon besiegt. Oh, guck mal. Wenn du das Geheimnis unseres Verstecks erfahren willst, musst du mich besiegen. Ja, dann gib jetzt schon mal auf. Ja, so schaut's natürlich auch aus. So. Der Rüppel möchte kämpfen und setzt Zubat ein. Natürlich McNine wieder an unserer vorderster Stelle. Selbstverständlich. Man merkt auch, dass ich ein bisschen müde bin, aber das ist normal. Wenig Schlaf ist auch immer gut. Eigentlich nicht, aber was soll's.
Aber Schlaf ist eigentlich wichtig. Das heißt ja immer, mehr als 8 Stunden Schlaf kann einen Menschen töten, beziehungsweise dann sterben wir schneller. Ich weiß gar nicht, ob das auch wirtschaftlich wirklich bewiesen ist, dass die, die länger als 8 Stunden geschlafen haben, dann irgendwann in 20 Jahren, 30 Jahren gestorben sind. Ne? Ich kann das nicht verstehen. Will ich das auch? Ich weiß es nicht. Wenn mir da irgendjemand so eine Theorie mal irgendwie geben kann, dann soll er mir das mal machen. So, ich mache jetzt mal hier auch mal bei mir ein bisschen Licht. Das könnt ihr nicht sehen, aber ist natürlich auch gut für mich, ne? Fürs Zocken. So, Tüchchen wurde besiegt und Kamaup kommt als nächstes, ne? Aber wie schon gesagt, ich weiß ja selbst nicht, ob wirklich weniger als 8 Stunden Schlaf ist ja eigentlich auch schlecht, ne? Also sagen wir mal, oh, Intensität. Man muss natürlich auch sehen, dass das Schlaf ja eigentlich auch richtig wichtig ist, ne? Richtig wichtig, nicht vergessen. Und ja, mal sehen. Ne? Können wir mal ausprobieren. Schlaft mal eine Stunde weniger als 8 Stunden. Eine Stunde. Schlaft mal eine Woche weniger als 8 Stunden, eine Woche mehr als 8 Stunden. Dann versucht das mal irgendwie herauszufinden. Ob es euch dann besser geht oder schlechter geht, je nachdem. Ne? Das könnt ihr dann natürlich selbst dementsprechend sehen. So, den Rüpel derweil dann auch besiegt durch mein kleines Gespräch. Ich kann anscheinend nicht gewinnen. Nee, kann's auch nicht. So, das Geheimnis unseres Verstecks, nun sagen wir mal so, am Ende befindet sich ein U-Boot, aber Moment, aber was? Naja, mehr kriegen wir von ihm wohl nicht raus. So, hier sind wieder Maschinen, Maschinen, Maschinen. Hier ist ein Warp-Durchgang, hier ist auch ein Warp-Durchgang. Und ich glaube, wir sind hier schon langsam am Ende. Deswegen gehen wir noch nicht dahin. Also kommen wir von da raus. Laufen dem einfach mal hinterher. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Hier natürlich einen Nestball haben. Ne? Jetzt nicht bloß nicht fragen, woher ich das weiß. Laufen wir dem einfach mal entgegen. Buh. Ja, hat mich jetzt erst gesehen. Wah, ich bin vom müde vom Warten. Du schleuderst mir einen Krampf. Schuldest mir einen Kampf. Warum lese ich andere Wörter immer? Naja. Man merkt mir wahrscheinlich an, dass Rubin und Saphir wahrscheinlich die langweiligsten Editionen sind. Nein, ist natürlich nicht so. Es ist einfach so, dass ich von Rubin und Saphir kaum noch was weiß, weil ich es kaum gezockt habe. Ne? Also sagen wir es mal so, privat rein habe ich früher immer viel Pokémon gezockt. Ne, am meisten natürlich früher, dann am Anfang Rot, beziehungsweise die blaue Edition hatte ich, dann hatte ich die gelbe, habe ich auch viel Gold gezockt. Ne, Silber natürlich auch, die Edition Kristall mal auch mal ab und zu, und dann die neuen Editionen eher selten damals, also sprich Rubin, Saphir eher selten und dann natürlich auch mit den anderen Editionen. Da wird es ja natürlich immer dann wieder spannend, muss man natürlich sagen. Ne? So, dann gehen wir jetzt mal Richtung Dingsbums. Ne? Aber heilen davor nochmal McNine und geben das auch nochmal. Habe ich das denn dabei? Ja, ein Elixier für die AP, die jeweils um 10 aufgefüllt werden. Ja. Du hast es tatsächlich bis hierhin geschafft. Da haben wir dich wohl etwas unterschätzt. Aber hier geht's für dich nicht weiter. Ich bin besser als die anderen Rüpel, die dir bisher begegnet sind. Ich schinde keine Zeit. Ich werde dich pulverisieren. Also das meint er wohl, ne? So ungefähr kann man das auch sehen. Vorstand Kalle! Ne? Ich bin der Kalle! Ich kenne eigentlich jemand anderes, der heißt, ich bin der Kalle. Ich möchte ein Rentner. Schweinemetz. Ja. So ungefähr. Ja, Rainer Kallmund lässt grüßen. So. Kamauk weiß wieder nicht, was es ist. Ne? Aber nochmal zurück zu den Editionen. Man kann es wirklich so sehen. Ich habe wirklich fast alle bis auf XY und die ganz neuen, also jetzt natürlich die Neuauflage von Rubin und Saphir, nicht angezockt, weil es gibt im Moment auch keinen gescheiten 3DS-Emulator. Ich weiß gar nicht mal, ob es dies auch als ROM gibt. Weil sonst muss ich natürlich wirklich ein neues Programm suchen, um natürlich das dann irgendwie abgreifen zu können. Und müsste mir theoretisch gesehen dann auch ein 3DS kaufen. Je nachdem, wie man das dann hinkriegen würde. Ich müsste mir dann auch einen neuen PC kaufen und so. Naja. Würde man alles hinkriegen, ne? Aber jetzt erstmal hier den Kampf McNine gegen McNine. Wer gewinnt natürlich? McNine gewinnt. Ja, welches? McNine. Ja, McNine. McNine gewinnt. Ja, genau. McNine gewinnt.
Ja, so ungefähr ist das, geht das immer ab, wenn ich so zwei Pokémon sehe, die sie gleich aussehen. Angeberei, das ist nicht gut, denn der Angriff steigt und mein Magnine ist verwirrt. Bitte schlag dich nicht, bitte schlag dich nicht. Danke! Ach ja, komplett vergessen, das ist ja... So, Bodycheck, bitte schlag dich nicht. Schlag dich nicht, Magnine, lass es sein. Nein, nicht schlagen. Nicht schlagen. Oh, danke schön. Das ist... Oh, und sogar noch Volltreffer. Sauber, Magnine. Echt wirklich gut gemacht. 877 Erfahrungspunkte. Gut, wir wechseln mal kurz aus. Wir lassen mal kurz mal Logok ran. Magnine muss sich erstmal kurz erholen von dieser Verwirrung. Deswegen kommt jetzt mein Logok rein. Und jetzt kommt Kamerupt. Wir machen mal Doppelkick. Zweimal getroffen. Oh, Amnesie. Kamerupt weiß nicht, was es ist. Ein hässliches Feuer-Pokémon mit zwei Höckern auf dem Rücken. Möpse. Würden vielleicht viele sagen. Ich weiß es ja nicht, ne? So, 1200 Erfahrungspunkte. Logok erreicht Level 41. Freut mich natürlich für mein Anfangs-Pokémon. Na, und der denkt, der könnte mich pulverisieren. Naja, hehehehe. Während ich mir mit dir gespielt habe, hat sich unser Boss vorbereitet. Och nö! Unser Boss ist schon unterwegs zu einer Unterwasserhöhle. Falls du ihn verfolgen willst, suche doch mal die Tiefsee in der Region um Seegras Soul City ab. Aber ob du ihn dort wirklich auch finden wirst? Hehehe. Naja, wir werden jetzt erstmal wieder hier weitergehen. Ach, guck mal, wir sind schon wieder am Ende. So einfach kann das gehen. Naja, somit haben wir wieder erfolgreich, fast würde ich sagen, erfolgreich das hier alles abgeschlossen. Müssten dann dementsprechend natürlich uns auch Taucher holen. Ich weiß nur jetzt nicht, wo man Taucher herkriegt. Ja, deswegen... Und zack, Level 42. Verhöhner! Ja, mit der Verhöhner ist natürlich hier... bei. Eigentlich wollte ich heute gar nicht Dingens einsetzen, also die Leertaste drücken, um schnell alles zu machen, aber daher, dass jetzt dieses nervige Tentara aufgetaucht ist, ging mir das ein bisschen am Arsch vorbei. Ein bisschen schade, 17 Minuten ungefähr habe ich ausgehalten. Jetzt gehen wir ins Pokémon Center, müsste natürlich gleich nochmal nachgucken, wo wir dementsprechend das natürlich jetzt herbekommen, deswegen werde ich jetzt keinen Cut machen. Ich würde jetzt einfach mal so gucken. Klingelt? Ja. Es klingelt. Ja, das hört sich ein bisschen komisch an. Hört ihr ja nicht, aber naja, egal. Nee, komm, mache ich das jetzt so oder? Ja, werden erstmal natürlich weiter unser Abenteuer durchgehen, bis wir natürlich Taucher kriegen. Und ja, da werden wir natürlich auch mal schön weitermachen. So, hier geht's nicht hoch, hier müssen wir hoch. Ja. Ja. Den haben wir schon mal angesprochen. Kann natürlich sein, dass die sich jetzt auch hier, dass die jetzt auch hier was anderes sagen als sonst. Ja. Wenn wir natürlich erstmal gucken, was jetzt der Mann da oben sagt, der Gentleman. Ja. Also, ja. Ach, guck mal, ich krieg wieder eine Beere. Eine Singelbeere, ist doch auch schön. Ja, so ist es. Im Grunde ist es so. So kann man das sehen. So. Ja, dann gehen wir natürlich jetzt mal weiter. Hier stand vorher ein Rüpel. Ja, deswegen werden wir jetzt ihn einfach mal folgen. Beziehungsweise jetzt folgen brauchen wir jetzt nicht. Jetzt sind wir auf der Wasserroute. Und das ist ein gutes Ding, um Pikachu hier zu trainieren. Denn Wasser-Pokémon haben Angst vor, genau, Elektro-Pokémon. So sieht es aus vor diesem Pikachu. Ja, auch wenn Pikachu schon fertig ist, es könnte bald eine Entwicklung haben. So ungefähr kann man das sehen. So, wir trainieren hier ein bisschen und dann gehen wir auch so langsam der heutigen Folge zu Ende. Walmeier, Level 35. Gegen Pikachu Level 40. Machen wir mal Schockwelle.
eigentlich recht gut, ne? Whirlpool. Ja, auch recht gut. Wurde jetzt im Strudel gefangen. Zieht uns ja jetzt im Hintergrund immer wieder ein paar Sachen ab. Dafür gibt es jetzt Donnerblitz. Ne, 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 ne. So sieht's aus. Ja, Pikachu kriegt 1027 Erfahrungspunkte. Ja, so sieht's aus. Und hier haben wir beispielsweise, was man sehen kann, eine... Ja, da brauchen wir Taucher. Selbstverständlich. Und wir sehen hier auf hoher See... Ah, oh, ist ein Taucher Level 5, das können wir in Ruhe lassen. Ja. Na guck mal, hat mich doch erwischt. Hm, sitzt du auf einem Pokémon anstatt selbst zu schwimmen? Ich bin richtig neidisch. Wer hat da nur Vogel-Pokémon oder was ist los? Jetzt kommt's. Ach, der traut sich auf seinen Kanivana nicht. Ach so. Naja, warum auch? Weil es ja gleich besiegt wurde. So schnell geht das, ne? Ja. 660 Erfahrungspunkte für Pikachu. Ich kann doch nicht. Ja. Das kannst du nicht. Das ist das nächste Pokémon. Tentacle Level 32, eine Schockwelle. Zweite Schockwelle, weg ist es. So, gehen die wilden Pokémon einfach mal ein bisschen im Schnelldurchlauf durch, weil die uns eigentlich so generell nicht interessieren. So, die kommen wir nicht durch. Ja, aber schon. Und schon wieder ein Wingull. Wir können ja mal hier angeln. Mal gucken, was es hier so besondere Pokémon gibt. Bestimmt Carpador. Der hat Carpador gesagt. Oder wir angeln mal hier so. Wow. Naja, doch nicht. So, jetzt aber. Wir angeln mal. Oh. Ja. Und es ist ein... Schnarch. So. Ja, das Level 8er wollte ich jetzt nicht umbringen, aber... Oh, da haben wir schon ein Haus. Wie kommt das denn? Sind wir etwa schon fast an unserem Ziel angekommen? Ja, das sieht man so. So. Was haben wir denn hier? Haus des Schatztauchers. Gehen wir mal rein. Ich bin der Schatztaucher. Ich bin der Typ, der in der Tiefsee taucht und nach Schätzen am Meeresgrund sucht. Du hast keinerlei Schätze für mich. Nee, wenn du ein Stück findest, besonders Popo-Stücke, tausche ich sie mit dir. Guck mal an. Naja, wir haben noch keinen Taucher. Ich werde natürlich nochmal schauen. Erstmal schaue ich mal nach, ob wir Taucher schon so haben. Ne, haben wir nicht. Wir haben die klassischen, ich nenne sie mal einfach mal Johto-VMs. Also die neuesten haben wir noch nicht. Ja, okay, Whirlpool fehlt noch. Also müssten wir uns dann wohl noch spätestens gleich dann noch, oder in der nächsten Folge, uns dann noch Dingens holen. Die heißt, Whirlpool. So. Und Pikachu erreicht Level 41. Ja. Pikachu lernt jetzt die heftigste Attacke. Donner. Und Slam kommt dafür weg. Ja. Das ganze Donnerblitz, Schockwelle und natürlich Ruckzuckhieb, sowie auch Donner. Wenn das mal gleich mal ausprobieren. Bei der hier. Ich fange an, mich beim Schwimmen zu langweilen. Wie wär's mit dem Kampf? Ja, du wirst natürlich es bereut haben, wenn du das sagst. Wie wär's mit dem Kampf? Das klingt schon so ein bisschen so böse, dass dieses kleine Merrill Level 33 gleich tot ist. Meine Damen und Herren, Donner! Ja, so sieht's aus. Normal wisst ihr es, in der roten Edition habe ich das ja so gemacht, dass ich dann direkt danach Pikachu entwickelt habe. Ich werde noch bis 45 warten. Also es wird noch voll gelevelt bis 45. Dann entwickle ich Pikachu zu Raichu. Weil wir hatten ja wenig Vergnügen mit Pikachu. Wir haben es ja irgendwann Level 25 gefangen in der Safari-Zone und haben dann natürlich direkt ein extremes Level gemacht in zwei Folgen.
Das ist natürlich auch ein bisschen zu viel, zu wenig gewesen des Guten. Deswegen jetzt hier nochmal so ein bisschen spannende Kämpfe. Auch wenn es geradewegs jetzt nur ein Kampf jetzt noch nicht einmal mit dem Orden war oder so. Ne, der nächste Orden steht ja auch bald wieder an. Deswegen wollen wir dann natürlich auch mal Pikachu da vielleicht nur noch als Pikachu ranlassen. Vielleicht schon als Raichu. Mal gucken, je nachdem wie weit wir natürlich hier beim Leveln kommen. Sind aber natürlich auch weiter hier noch am Surfen. Im Internet? Nein. Auf dem Wasser, in der Höhenregion. Gucken wir mal, wo wir denn genau sind. Oh. Ja, da sind wir. Es will jemand kämpfen? Es wollen viele kämpfen, ja. Wer will denn hier kämpfen? Na egal. Okay. Surfen wir mal weiter. Mal gucken, was wir sonst noch hier so haben. Ja. Ach, guck mal. Okay, mehr haben wir hier nicht. Hier kommen wir nicht durch. Ja, dann quatschen wir die mal an. Ich bin hier im Meer, aber wer ist bei mir? Mein kleiner Bruder. Lass uns kämpfen, dann brauche ich nicht darüber nachzudenken. Das klingt schon ein bisschen hart, ne? Naja. Die Geschwister Tom und Uta kämpfen jetzt gegen mich. Oh, und da ist ein Lampi! Komm, du kriegst mein Magnein für deinen Lampi. Scheiße, Donner ging daneben. Komm, tausch dein Lampi gegen meinen McNine. Gott, Konfustrahl auf. Ja, Papinella. Papinella ist nun verwirrt. Und Kadivana setzt auch bei Papinella Bodycheck ein. Er wird alles auf... Ui. Na, endlich funktioniert's. Die Rache für den Bodycheck, sag ich nur. So, Lampi, komm zu Waldi. Komm zu Waldi. Ich guck gleich nochmal nach, wo es Papinella, sag ich schon. Lampi noch gibt überall. Weil wir haben jetzt endlich mal ein wildes... nicht ein wildes, aber ein Lampi haben wir endlich mal gesehen. Ich will ein Lampi. Ja, nur 36. Kannst mir schenken. Sehr schön. Es ist deine Schuld, dass wir verloren haben. Das wirst du mir büßen. Ah ja, Tom war ja schuld. Der kleine Bruder. Tja. Nicht mal ein Problem. Nein, kein Sonderbonbon. Aber ich sehe, Zickzacks trägt was. So, wir nehmen mal einen Hypertrank und geben das mal. Papinella hat sich tapfer geschlagen im Kampf. So, hab gerade auf der linken Seite nichts gehört. Naja, Kopfhörer sind auch schon so langsam alt. Alt, ein halbes Jahr habe ich die. Ein Beleber, guck mal. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Ich suche jetzt nämlich nach Lampi. Vielleicht besteht die nächste Folge daraus, dass wir wieder ein Lampi fangen. Ja. Und wie es heißt, Lampi gibt's hier nicht, ne? Dann bin ich traurig. Da haben wir es, Lampi. Nein! Geradewegs, da gibt es Lampis! Und lass mich raten, mit der Angel! Ey, das gibt's doch nicht! Also, so, her damit! Angeln! Direkt auf dem Kopf von der Trainerin. Nicht ein kleines Knabberchen. So, nochmal, komm! Oh! Na, scheiße! Wäre ein Lampi gewesen. Lampi, 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 Lampi. Scheiß aufs Geschlecht. Scheiß auf. Hab ich auch noch. Kann ich auch fangen. Aber ich will Lampi. Machen wir das mal ein bisschen schneller hier. Ja, noch ein Ruckzuck gibt, dann passt das. Dankeschön. So, ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Ne? Eigentlich ist ja dieses Let's Play begrenzt, weil es ja auf YouTube läuft. Trotzdem
will ich ja auch meine 30 Minuten drin haben, die genau jetzt drin sind und so auch das Valmar. Level 27 männlich sogar. Guck mal an. Ist eine Kugel, ein Kugelwal, 2 Meter groß. Eine halbe Tonne schwer? Nein, 130 Kilo schwer. Valmars Nasenlöcher liegen über seinen Augen. Dieses verspielte Pokémon erschreckt gern Menschen, indem es das Meerwasser, das es in seinem Körper speichert, mit aller Kraft herauspustet. Wie so ein Wal. Kann ich ungefähr sehen. So. Trotzdem will ich Lampi. So. Probieren wir es noch einmal. Beißt hier nichts mehr an. Was soll das? Oh, guck mal. Ah, scheiße, entkommt. Es wäre ein Lampi gewesen. Sagt immer, es wäre ein Lampi gewesen. Ah, vielleicht schwimme ich mal hier hin. Weil so kommt das ja nicht. Wir wissen, so kommen nur Wingulls und Tentaras. Mehr auch nicht. Deswegen ist es schon ein bisschen bitter, dass wir hier mit der Angel ran müssen. Aber man hat ja gesehen, Tentara kam erst. Dann natürlich... Oh, ich habe was... Angebissen! Fucking Angel! Angel. Dankeschön. Ich hoffe jetzt auch nicht nur, dass ich mit der Superangel nur Valmeier und Tentaras an der Angel kriege. Weil das wäre dann langweilig, um ehrlich zu sein. So, wir gehen mal... Muss mal dieses Tentara hier wieder besiegen. So, gehen wir mal hier ans Loch. So, zwei Versuche nehme ich mir... Upsala. Zwei Versuche nehme ich mir noch an, indem ich hier... Surfe, sag ich schon. Ich surfe hier überall. So, heute mal wird die Folge ein bisschen länger. Ja, da hat was angebissen. Hat was angebissen! Gottverdomme! Oh ja, fettes Ding. Oh, guck mal, nur Level 13. Dafür aber mit Donner fertig gemacht. Es nervt auch ein bisschen. Also ich schätze mal wirklich nur... Oh, schon wieder... Ja! Bitte. Boah. Das Stalker-Pokémon Nummer 1, Carpador im Wasser. Der Satz hat gerade nicht irgendwie sich gelohnt, oder? Naja. So, nicht mal ein klitzekleines Knabbern, dankeschön. Haben wir gegen die schon gekämpft? Ja. Gegen die haben wir schon gekämpft. Vielleicht gehen wir mal einfach mal an Land. Und machen es dann so. Dann vielleicht so. Auch vielleicht im Westen. Auch nicht. Und vielleicht im Osten was Neues. Oder auch im Osten was Neues. Das ist doch eine Verarsche. Verarsche, milde Bleiche. Bestimmt unter Wasser. Wetten. 100 pro unter Wasser. Also dann bin ich böse. So. Es beißt nichts an. Schade drum. Naja, ich glaube, ich bin auch noch etwas weit von der nächsten Stadt entfernt, wenn ich mal... Ach, guck mal. Haben wir schon eine Stadt? Guck mal. Moosbach City. Wir sind angekommen. Eigentlich ja auch noch viel zu früh. Ich hoffe, das ist nicht Maike. Nein, das ist ein kleines Kind. In der Nähe von Moosbach City kann man wilde Valmar sehen. Das nennt man Valmar Watching. Das war lustig. Naja, nicht ganz. So, wir speichern mal ab. Machen dann nächste Folge weiter. Ich glaube, das ist hier Folge 24, die jetzt hier geradewegs zu Ende geht. Nächste Folge, Folge 25. Wird eine Stunde lang sein, als Entschädigung dafür, dass zwei Folgen dementsprechend ja geradewegs sich nicht richtig, nicht verhalten, sondern aufgezeichnet haben. Dafür wird es ja als Entschädigung diese 60-Minuten-Ausgabe geben. Das heißt, wir werden eine Menge machen, wir werden in dieser Folge viel trainieren, wir werden in dieser Folge viele Pokémon fangen und wir werden in dieser Folge vielleicht sogar auch noch den nächsten Orden machen. Und vielleicht erleben wir sogar auch noch die Entwicklung von Pikachu. Das war's von mir. Daumen rauf, wenn es euch gefallen hat. Daumen runter, wenn nicht. Und wenn überhaupt nicht, dann
gar nicht. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Links zu Facebook, Twitter und natürlich zur WordPress-Seite unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr auf der WordPress-Seite guckt, da gibt's alles. Tschüss.